Meine Güte. Viel zu schnell unterwegs gewesen. Viel zu schnell in diese Kurve gegangen. Das war ja gar nichts. Gar nichts. Das war ja totaler Käse. Und was haben wir hier? XXX. Hier kommen wir gar nicht weiter. Hier ist für uns Ende im Gelände. Auch nicht schlecht. Das ist eine Ausfahrt. Wenn wir die nehmen würden, könnten wir nur kurz nach links und dann ist vorbei. Dann ist die Karte da schon zu Ende. Und es wird langsam dunkel. Und jetzt weiß ich gar nicht, wie man sein Licht wieder einschaltet. Die Scheinwerfer. Ich hätte mir das mal irgendwie aufschreiben müssen oder irgendwas. Ich vergesse das immer total. Jetzt müsste ich mal wieder in den Optionen nachschauen, wie das jetzt war mit der... mit den Einstellungen. Und wir haben noch gute 2 Stunden und 44 Minuten vor uns. Dann sind wir endlich in Prag angekommen. Und dann haben wir wieder eigentlich ganz ordentlich was verdient, finde ich. So kommen wir unserem eigenen LKW immer näher und immer näher. Was ist das denn? Ach, das sind Stromleitungen. Ich habe das zuerst eben wieder als Seilbahn wahrgenommen. Ich weiß gar nicht warum. Aber das sind dann nur ganz normale Stromvernetzungen. So, da sind Sonnenblumen. Wie warm haben wir es denn hier eigentlich? Das ist doch vorhin irgendwo gelesen. 17 Grad. Oh, das geht aber eigentlich. Jetzt, wo es doch jetzt wieder ein bisschen kühler wird. Aber das ist okay. Okay, okay. So, hier kommen wir. Ach, hier kommen wir durch. Ich dachte, hier müssen wir jetzt irgendwas erfüllen. Ja, irgendwie durch den Zoll oder so fahren. Aber nee, das ist alles. Alles gut. Alles gut, alles gut. Was kommt? Achso, hier kommt eine Rechtskurve. Ich dachte eben schon, das sah eben so merkwürdig aus. So merkwürdig. Wie viel ist denn der LKW schon gefahren? 280.779 Kilometer insgesamt. Naja gut, den fahre ja nicht nur ich, den fährt ja auch noch andere. Andere fahren den ja auch noch. Und hat insgesamt schon knapp 83.000 gelaufen. Das geht aber eigentlich noch relativ frisch in der Arbeit. Ach, ich kann auch nicht mal hier rechts bleiben. Ich brauche nicht nach links. Ich wollte schon eben wieder nach links fahren, aber das brauche ich ja eigentlich jetzt nicht. Und wir haben jetzt noch ungefähr eine Stunde und 48 Minuten vor uns. Das geht aber eigentlich doch relativ schnell. Ich habe mir das immer so lange vorgestellt. Jetzt, wo ich das so gesehen hatte, so von Stuttgart nach Prag. Aber das geht eigentlich doch relativ schnell. Da machen wir kurz einen Prozess. Wir kriegen das hin. Da vorne sind Wohnhäuser. Ach, so eine Autobahn möchte ich aber auch nicht unbedingt wohnen. Vor allen Dingen ist das ja auch so eine direkte Straße oder Autobahn, wo man das so richtig Schwung hat. Wenn das eine Auffahrt wäre oder so eine Abfahrt, könnte man das vielleicht noch verkraften, aber das ist doch... Also so eine Autobahn möchte ich nicht unbedingt wohnen. Mist. Unfall verursacht. 400 Euro. Auf 400 Ditcher weg. Mist, nur weil ich so leicht nach rechts geschwenkt bin. Och nee, muss das jetzt sein? München. Hier könnte man nach rechts noch. Wieso München? Was? Geschwindigkeitsübertretung. Auch wieder für. Ach Mist, ich habe die Radar. Das Radarschild nicht gesehen. Oh nee. Das sind ja jetzt gute 950 Euro weg. Ach du Schande. Knappe 1000 Euro weg. Oh, ich habe mich jetzt schon so gefreut, da haben wir so richtig Geld. Und ich verdaddel das jetzt hier alles wieder kurz vorm Ende. Ach, ich bin immer auch doof. Meine Güte, ey. Meine Güte. So, eine Stunde, 4 Minuten, das werden wir jetzt hoffentlich noch überleben, ohne irgendwelchen Schaden zu verursachen. Weil ich einfach mal wieder zu... es wahrscheinlich mal wieder zu eilig habe. Und dann passiert sowas wie eben, man baut Unfälle,
die eigentlich total unnötig sind. Unfälle sind im Allgemeinen unnötig, aber ihr wisst, glaube ich, wie ich das meine mit unnötigen Unfällen. Und ich wüsste jetzt eigentlich sehr gerne, wie das mit den Scheinwerfern funktioniert. Denn jetzt habe ich die nämlich nicht an, und wenn es noch dunkler wird, dann weiß ich nicht, wie die Sicht noch so ist. Das ist ja jetzt schon relativ schwierig zu erkennen, das Ganze. Ich glaube, ich muss nochmal in die Optionen rein und mal gucken, wie das mit den Scheinwerfern. Ach, guck mal, L. Drück mal L. Ja, L war's. Ich wusste doch irgendwie irgendwas mit L. Jetzt fiel mir es gerade eben ein. Die L-Taste, na gut. Dann haben wir das dann noch im Griff bekommen. Das ist doch mal ganz nett. So, 39 Minuten. Das sind noch 40 Kilometer. Also wir haben es gleich geschafft. Gleich sind wir in Prag. Und dann kriegen wir noch so ein bisschen was von unserer Lieferung. Wir haben schon knapp 1000 Euro verdaddelt. Einmal wegen der Geschwindigkeit, einmal wegen einem Unfall. Toll, ne? Haben wir doch wieder ganz super hingekriegt. So, da, Dresden. Was hat denn Dresden damit jetzt zu tun? Ach ja, Dresden, ja gut. Könnte hinkommen mit Dresden. Und da vorne müssen wir abfahren. Noch 28 Kilometer, 26 Minuten. Ach, abfahren, wir müssen da hinten geradeaus weiter. Wir müssen geradeaus weiter. In der letzten Sekunde noch gemerkt, dass wir hier abfahren müssen. Bloß nicht zu schnell. Keine Lust ist noch. Er wollte schon wieder gerade umkippen. Ich habe den doch gerade noch so eben halten können. Wieso wollte der schon wieder umkippen? So schnell fahre ich jetzt diesmal eigentlich nicht. Ja gut, ich habe mich irgendwie 21 Tonnen oder so dran. Da kann es natürlich logisch sein, dass er schneller umkippt, als wenn ich nur so ganz wenig dran hätte, aber trotzdem. Na gut, wenn wir nochmal Glück gehabt, dass er nicht umgekippt ist. Das hätte ich mir jetzt auch irgendwie nicht erlauben können, nochmal so einen Schaden, obwohl ich habe für das Umkippen weniger Schaden bekommen, als ich vorhin dieses Auto ein wenig gerammt habe. Das ist auch schon etwas merkwürdig. Ich sag nichts mehr. Ich sag dazu echt. Hier ist nur 80. Ja gut, ich fahr 60. Also ich glaube, ich sag zum Thema Unfall nichts mehr, weil ich es einfach irgendwie nicht auf die Reihe kriege, es nicht zu tun. Frankfurt, wieso rechts Frankfurt? Oh mein Gott, wir sind in Prag. Erster Aufenthalt in Praha. Prag. Und da vorne sehe ich auch schon das Fähnchen auf unserem Navigation. Sag mal, das gibt's doch nicht. Jetzt auch nochmal 7% Schaden. Also ich kann überhaupt nicht fahren. Ich bin überhaupt nicht dazu fähig, hier zu fahren. Ich krieg das überhaupt nicht auf die Reihe. Meine Güte, aber wir haben jetzt keinen. Doch Schaden zahlen. Schaden, da gibt es ja auch wieder Geldabzug. Oh nee. Das ist aber richtig ätzend. Ach, das haben die uns da schon abgezogen. Wir haben jetzt 18.169 Euro. Vorhin hatten wir, glaube ich, irgendwas mit 19.000. Ach, haben sie uns das Geld schon gleich abgezogen. Na gut. Umso besser. Dann sind wir die Abzüge da doch schon los. Ich dachte, das kommt noch. Aber das haben die uns schon abgezogen. So, wir müssen nach rechts. Dann fahren wir mal hier rechts rum. Toll. Ja, Scheibenwischer, supi. Ich muss mal kurz den Gang irgendwie rückwärts setzen, so. Wehe, da steht jetzt irgendwelche hinter mir. So, weiter D2. Das ist halt eine relativ versaute Fahrt gewesen. So, irgendwas steht mir auch auf dem Display. Achtung, irgendwas. Kann ich immer gerade nicht weiter lesen.
Und dann müssen wir jetzt, glaube ich, hier vorne gleich links. Und zwar genau hier. Langsam, langsam, langsam. Nicht so schnell, wir haben es nicht eilig. Ich glaube, wenn ich jetzt vorwärts reinfahre, bringt mir das, glaube ich, nichts, oder? Und soweit ich weiß, muss er eigentlich immer... Oder reicht das schon? Ach, ich müsste eigentlich andersrum rein. Ich will es mal probieren, eigentlich. So, schalte mal zurück. Ich fahre mal wieder rückwärts raus. So, weiter, weiter, weiter. Ach, ich mache mal den Blinker an. So, ist gut. So, D2, dann drehen wir uns einmal kurz. Ich bräuchte jetzt die andere Sicht. So, dann kommen wir einmal kurz hier rum. So, 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 so. Wo müssen wir denn ganz hin? Wir müssen da so weit, so doof da lang. Lenken, 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 lenken. So, und jetzt haben wir, glaube ich, 2. Ich will jetzt wieder rückwärts fahren. Ich muss mal kurz gucken. So. Nee, andersrum, 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 andersrum. Rum. Was macht er da? Das ist doch totaler Käse, was ich da mache. Das ist ja gar nichts. Ach Mensch. Dann müssen wir das anders machen. Nee, ich mache das jetzt nicht. Da werde ich mich nur unnötig drüber ärgern, weil ich das überhaupt nicht hinkriege. Das ist Käsekram. So. Erbsen von Stuttgart nach Prager geliefert. Gefahrene Strecke. 549 Kilometer, Dauer 7 Stunden 4 Minuten, verbrauchter Kraftstoff 271,2 Liter und Abzug für Schäden 562 Euro. Boah. Aber 562 Euro geht eigentlich. Bonus für Fernfahren 711 Euro. Doch, das ist ganz gut. Wir sind schon Level 3 jetzt. Oh. Level 3 und wir können unser Fähigkeitspunkt irgendwo hindüsen. Hochwertige Fracht. Ich glaube, ich hau erstmal den hier voll. Zack. Und anwenden. DDDD. So, jetzt haben wir 26.000. Oh, das geht doch eigentlich. Ich hatte jetzt eigentlich mit 27.000 gerechnet. So, E-Mail. Was hatten wir eigentlich hier drin? Selbstständige Fahrer gesucht. Ach so. Und so weiter und so fort. Radio. Studio. Hm. Ich würde das einfach sonst gerne mal. Antenne Niedersachsen. Deutsch. Aktualisieren via Internet. Ich bin mir da noch so ein bisschen unsicher, ob ich das wirklich mal ausprobieren soll oder nicht. Ich bin mir da noch nicht so ganz schlüssig. Naja gut, so, gucken wir mal auf die Aufträge. Was bleibt uns denn noch so Schönes? Wir sind jetzt in Prag. Und dann könnten wir ja eigentlich, wenn wir wollen, entweder nach Österreich, Slowakei oder Polen. Das können wir uns dann mal aussuchen. Amsterdam, Liger, Edinburgh, Düsseldorf. Eisenrohre, Hamburg. Ganz nach Hamburg ist jetzt aber auch ganz schön weit. Manchester. Österreich. Haben wir irgendwas mit Österreich? Duisburg, Lille, ne? Osnabrück. Mannheim. Großbritannien. Phoenix und Großbritannien. Großbritannien. Alles Großbritannien. Salzburg. Salzburg. Das wäre einmal ganz dort lang. Linz. Mal kurz gucken, ob da haben wir irgendwas mit Linz.
liegt ja immer noch etwas dichter als das andere. Aber wir haben nichts mit Linz, glaube ich. Das sieht schlecht aus. Gut, dann nehmen wir mal das, was wir jetzt haben. Zack, dann fahren wir nach Salzburg. Nach Österreich. So wie das aussah, gibt das auch ganz gut Geld. Solange wir natürlich wieder nicht unnötige Unfälle bauen oder Schäden verursachen. Aber ich hoffe mal, das kriegen wir hin. Und ich hasse Schnupfen. So, eh. Achso, ist schon an. So, D2. Und dann geht's los. Los, los, los. Was ist das denn für ein LKW? Was für... So. Toll. Gleich zum Anfang. 150 Euro. Wieder futsch. Für nichts. Alter, das ist ja langsam. Ich habe das Gefühl, die mobben einen hier richtig. Die haben es hier richtig auf mich. So richtig auf mich ausgelegt. Fährst du mal weiter? Ach, ich bin da vorne hängen geblieben an der Kante. So, jetzt aber. So, wollen die mich aus dem Geschäft vergraulen oder was ist los? Das ist ja, also in dieser Aufnahme ist ja richtig, richtig Chaos. Nur Abzüge hier für irgendwas, meine Güte, was ist denn hier heute los? So schl, so extrem wie jetzt habe ich es noch lange nicht, schon lange nicht gehabt. Fahr, 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 fahr. Bis der hier so in die Gänge kommt, oh, das ist aber schwer anscheinend. Was haben wir denn hier heute dran? Sag mal, ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, was wir hier heute transportieren, aber das scheint wirklich ganz schön heftig zu sein, weil der doch ganz schön hin und her ruckelt hier, von links nach rechts. Und von rechts nach links. So, 6 Stunden Fahrt bleibt uns noch. Ich fahre jetzt mal ein bisschen vorsichtiger. Nicht, dass ich hier gleich wieder irgendwo hängen bleibe. Und mir wieder unnötigen Schaden zufüge hier mit diesem Teil. Aufpassen, aufpassen, aufpassen. Immer langsam, langsam. Wir haben ein wenig Zeit. Bis jetzt hetzt uns noch keiner. Aber was nicht ist, kann er noch kommen. Oh, der ist aber wirklich schwer zu fahren. Das merkt man aber richtig. Der scheint schon richtig Gewicht zu tragen. Gewicht, Gewicht, Gewicht. Und da vorne müssen wir rechts. Richtung Linz. Nach Linz wäre ich ja gerne gefahren, aber das funktioniert irgendwie nicht. Sprich, da war jetzt kein Angebot für Linz. So, ich sehe die Ausfahrt überhaupt nicht hier irgendwo. Oh, das war aber ganz knapp zu sehen. Alter Schwede, ich sehe nichts. Ich sehe ja so gar nichts. Ich habe keinen Plan, wo ich hier hinfahre. Weil ich hier nichts sehe. Wieso fahre ich denn jetzt hier auch Landstraße? Ich könnte doch Autobahn fahren. Das ist doch viel einfacher. Jetzt eiern wir hier irgendwo auf der Landstraße umher. Die sehr schlingelig aussieht. Obwohl wir ja auch eigentlich hätten die Autobahn nehmen können. Na gut, was soll's. Dann fahren wir ein bisschen auf der Landstraße umher. 5 Stunden 50 Minuten. Das ist ja eigentlich relativ schnell zu schaffen, wenn man das dann auch kann. Vorausgesetzt, man ist nicht so schlecht, wenn man hier fährt, so wie ich. Dann sollte es eigentlich möglich sein, es zu schaffen. Dim, 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 dim. Und ich nicht hier gleich wieder umkipp oder so, solche Geschichten. Also das war ja auch, da kann ich mir jetzt mal noch den Kopf schütteln. So geradeaus. Wie ich das geschafft habe, da so umzukippen. Das war auch echt der Hammer. Das war echt der Hammer. Wenn jetzt ein Auto kommt. Dann bin ich echt.
echt gestraft fürs Leben hier. Was ist das da hinten? Was ist das? Fahr doch mal zu. Oh, gerade eben noch so. Oh, gerade eben noch so von abgekommen. Sonst hätte ich den dort vorne weggerammt. Und dann wäre der Geschichte gewesen. Ich hätte wieder ordentlich Strafe bekommen. Mein halbes Gehalt wieder wäre wieder weg gewesen, was wir für diese Strecke bekommen.